Schönen guten Tag, mein Name ist Sabrina Marzi vom NUK, Neuen Unternehmertum Rheinland. Ich bin heute selber auch zum ersten Mal mit dabei beim HGNC Finanzierungstag. Wir sind Mitveranstalter heute hier und ich bin selber ganz gespannt, was der Tag alles bringen wird. Mein Name ist Sarah Schmidt, ich bin Existenzgründungsberaterin bei der Kreissparkasse Köln und bin heute hier als eine Vertreterin der regionalen Sparkassen. Wir unterstützen des Öfteren mal Veranstaltungen des Hochschulgründernetzwerks. Wir freuen uns darauf, ja, hier mit Studenten, mit jungen Gründern oder jungen potenziellen Gründern ins Gespräch zu kommen. Ich freue mich gleich hier, mir die Pitches anzuhören, die Ideen kennenzulernen und dann hoffentlich später auch noch ein bisschen mit den Studenten ins Gespräch zu kommen. Und jetzt möchte ich die Bühne freimachen für die kapitalsuchenden Unternehmen. Anfang an war, dass man Modeaccessoires aus dem natürlichen und nachhaltigen Material Holz herstellt. Es geht um das Thema Rohstoffhandel. Wir wollen hier eine B2B, Business-to-Business-Lösung einführen, die den Rohstoffhandel und da speziell den Stahlhandel vereinfachen soll. Mitarbeitern netzwerkbasiert die Möglichkeit zu geben, innerhalb von wenigen Sekunden ihre Zeiten am Ende des Arbeitstages oder am Ende der Woche zu erfassen. Wir konzentrieren uns auf den nachhaltigen Tourismus, was es so noch nicht gibt. Das heißt, soziales Netzwerk mit Konzentration auf nachhaltigen Tourismus. Und unsere Plattform ist nicht nur zum Plan gedacht, sondern vor, während und nach der Reise für unsere Nutzer. Challenges, Wettbewerbe zu veranstalten, die mit einem finanziellen Anreiz verknüpft sind, um Ziele zu erreichen. Wir haben gerade die Pitches gesehen von 6 kapitalsuchenden Unternehmen. Das war eine sehr breite Palette, sehr schöne Ideen, spannende Pitches dabei, gut vorgetragen. Das Event hat mir am besten gefallen, zu sehen, wie Gründer oder angehende Gründer ihre Idee pitchen, also vorstellen. Und gerade für uns Studenten, die jetzt im Entrepreneur Club tätig sind, ja, war es einfach spannend und zu sehen, wie das funktioniert. Wir hatten verschiedene Hochschulen dabei, sodass auch das HGNC in seiner Breite repräsentiert ist. Und die Kapitalgeber haben sich, wie ich gesehen habe, auch viele Notizen gemacht. Jetzt sieht man ja auch an den Ständen, dass noch rege Gespräche geführt werden. Also ich denke, wir können ganz zufrieden sein mit dem Finanzierungstag, wie es bisher läuft. Und es geht ja auch noch ein bisschen weiter. Ich hoffe, dass viele jetzt noch die Möglichkeit nutzen, sich hier zu informieren.